Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer Review auf diesem Kanal. Ja, nach langer Zeit wieder ein Video und auch allgemein ein War Thunder Video. Weil ich dachte so, heute nach der Arbeit, wo ich den neuen Battle Pass erblickt habe. Nee, Gaijin, das kann nicht sein. Wie kann das Scheißteil als Hauptreward-Flugzeug durchgehen? Auf Stufe 75. Aber lasst uns erstmal anfangen, hey. Und zwar, wir haben als Hauptreward die Strike Master MK88 auf der Kampfstufe 6.3 und auf Rang 4. Man denkt sich so, okay, ein Jet auf 6.3, oh, kann man doch eigentlich machen, ne? Ja, stimmt auch. Aber wo fange ich da erstmal an? Erstmal das Gute, ihr könnt doch ganz gut Raketen und Bomben tragen. Das heißt, ihr könnt so mal ein paar Raketen mitnehmen, ein paar Bomben mitnehmen und so weiter. Ist ja an sich ganz entspannt, denkt man sich auf jeden Fall vielleicht am Anfang. Aber jetzt kommt der Haken oder die Haken, also die Mehrzahl von Haken. 7,62 mm Maschinenkanonen oder ja, Maschinengewehre, also MGs, mit gerade einmal 550 Schuss je MG. Das heißt, nach ein bisschen Sprayen seid ihr leer. Und ihr macht kein Damage, weil ihr halt eine kleine. Ihr habt halt einfach nur zwei kleine MGs mit gefühlt begrenzter Munition. Das heißt, wenn ihr Glück habt, könnt ihr da mal ab und zu mal einen Crit machen. Aber ich glaube, wirklich Kills macht ihr mit dem Ding. Naja, ich denke mal nicht. Deswegen aber als Bomber würde ich sagen, ist okay. Wäre da nicht diese eine Sache, diese klitzekleine Sache, der Motor. Ich meine, hey, okay, Jet, denkt man sich so, der muss ja so eine, der muss ja die Spitfire, den Mustang überlegen sein, oder die B-109 K4, keine Ahnung. Nee, naja. Also immer im Testflug habe ich ohne Bomben und ohne Raketen probiert, ein bisschen zu fliegen und wie schnell er so wird und beim Wend und so weiter, ne? Und ja, braucht sehr lange, um gerade mal 600 km/h zu erreichen. Das heißt, im Dogfight kommt ihr nicht weg. Ihr seid mit voller Beladung nicht wirklich schnell und braucht gefühlt 20 Jahre, bis ihr da nicht mehr ankommt. Denn auf X3 die Junkers 288C, das heißt, die ist tausendmal schneller als ihr, habt mehr Bomben und so weiter. Das heißt, die klauen euch meistens so die ganzen Basen. Ja, okay, die Wendezeit 25 Sekunden ist okay. Steigrate 28 Meter pro Sekunde ist auch okay. Aber im Dogfight seid ihr einfach jedem Flugzeug unterlegen. Also denke ich mal, entseiten der feindliche Pilot ist total unerfahren und der größte NPC. Keine Ahnung, kann ja alles sein. Naja. Denn auf Stufe 51 gibt es die Bredda 90. Wait, wo ist sie denn? Hey, hier. Die Bredda 9053. Interessantes Ding. Würde ich mir holen, auf jeden Fall keine Frage. Denn auf dem Rang 38 eine Archer. Naja, nicht ganz mein Fall. Naja, ist okay. Und mal wieder bekommen wir kein Low-Tier-Panzer wie in den ersten Battle Passes. Also Mehrzahl von Battle Pass. No, egal. Sondern einfach nur 10 Tage Premium-Zeit. Ist okay, aber ist echt langweilig und scheiße, weiß nicht. Also, Also das heißt, ich bin massiv enttäuscht von dem aktuellen Battle Pass. Und ich denke mal, bis zur Bredda gehe ich auf jeden Fall weiter. Muss ich gucken, wie weit ich komme. Weil das Scheißteil werde ich mir nicht gönnen. Nee. Also, wenn ich schaffe, ohne wirklich viel Aufwand, das zu bekommen, okay, nice to have, aber es wird kein Grinder oder irgendwas. Also, nee. Deswegen, was ist eigentlich euer Statement zum aktuellen Battle Pass und speziell zum aktuellen Hauptreward-Panzer, Flugzeug, sorry. Das würde ich gerne wissen, deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Habt auch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.